4 und rufe auf Tagesordnungspunkt 5. Erste Lesung des Gesetzentwurfs der Piratenfraktion, Drucksache 14165, Gesetz zur Stärkung des freien Mandats und der Abgeordnetengleichheit. Ich öffne die Aussprache und erteile für die antragstellende Piratenfraktion Herrn Kollegen Sommer das Wort. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Zuschauer und Zuschauerinnen auf der Tribüne und im Livestream. Worum geht es heute? Es geht um Zulagen für Fraktionäre, für Mitglieder des Landtags aus Fraktionszuweisung. Ein Thema, das es eigentlich seit 16,5 Jahren nicht mehr geben dürfte. Denn bereits im Jahr 2000, am 21. Juli, hat das Bundesverfassungsgericht unmissverständlich beurteilt, dass zusätzliche Vergütungen für Abgeordnete verfassungswidrig sind. Insoweit ist der Paragraph 16 unseres Abgeordnetengesetzes hier in NRW widersprüchlich zur Bundesgesetzgebung. Und an der Stelle gilt der Artikel 31 unseres Grundgesetzes. Bundesrecht bricht Landesrecht. Dementsprechend dürfte es diese selbstgewährten Zulagen aus Fraktionszuweisungen hier gar nicht mehr geben. Ausgenommen sind nur Fraktionsvorsitzende, hat das Bundesverfassungsgericht so geurteilt. Allerdings machen sowohl SPD, wie auch Grüne, wie auch CDU, wie auch FDP weiter fleißig davon Gebrauch, Zulagen zu zahlen, an Vorstände wahrscheinlich, an Ausschussvorsitzende wahrscheinlich. Ganz genau kann man es nicht sagen, weil es wird nur die Summe der Zahlungen veröffentlicht, nicht an wen es im Einzelnen und vor allen Dingen für welche Funktion es im Einzelnen geht. Genau, Sie könnten ja gleich dazu reden. Leider habe ich Ihren Namen auf der Rednerliste bis jetzt nicht gesehen. Finde ich ein bisschen schade. So, das Bundesverfassungsgericht sagt ganz eindeutig, Abgeordnete sind gleich zu behandeln und deshalb auch gleich zu entschädigen. Das zusätzliche Risiko aus Vergütung von Abgeordnetenlaufbahnen und Einkommenshierarchien bestehe damit und damit die Unabhängigkeit und Gleichheit des Abgeordnetenstatus sei dadurch gefährdet. Das gilt selbstverständlich, wenn das das Bundesverfassungsgericht sagt, für alle deutschen Parlamente. Interessanterweise schließt sich an diese Rechtsauffassung auch der Landesrechnungshof an, der das seit Jahren bemängelt, dass das hier nicht passiert. Das ist ein wenig schade, dass auch der eigene Landesrechnungshof hier seit Jahren ignoriert wird. Schauen wir uns jetzt mal einmal genau an, um welche Zahlen es hier geht. Bei einem Volumen im Jahr von 111,25 Millionen Euro 2012 bis 126,171 Millionen Euro im Jahr 2015 sind es jeweils immer knapp 1% der Zahlungen oder der Summe, die dem Landtag zur Verfügung steht, was nur an Zulagen und Boni gewährt wird. Und das auch noch rechtswidrig. Das ist unserer Meinung nach nicht richtig. Sie behandeln also die Abgeordneten hier im Landtag von NRW ungleich und gefährden damit die Unabhängigkeit des Abgeordnetenmandats. Das zu ändern, müsste eigentlich Ihre Pflicht sein. Tun Sie aber nicht. Das verfestigt nach außen gerichtet den Eindruck einer Selbstbedienungsmentalität von Politik. Und das dürfen wir heute gar nicht mehr so leben. Das hätte nie so gelebt werden dürfen, aber gerade heutzutage macht das so überhaupt keinen Sinn. Wir fordern Sie dementsprechend auf, dieses verfassungswidrige Verfahren einzustellen, denn das würde wieder Vertrauen in die Politik schaffen. Übrigens, wir hatten diese Diskussion im Januar ja schon mal. Die Ausrede damals war, und die kommt bestimmt auch gleich noch mal wieder, der Landtag und die Abgeordneten waren bei der Bundesverfassungsgerichtsverhandlung nicht Beteiligte des Verfahrens. So, jetzt ist aber Bundesverfassungsgericht so, da muss man gar nicht Beteiligter des Verfahrens sein und unterliegt der Rechtsprechung trotzdem. Also dementsprechend fordere ich Sie noch mal auf, stimmen Sie unserem Gesetzentwurf zu. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Diskussionen im Ausschuss und die letzten paar Sekunden hoffe ich mal, dass ich sie anschließend nicht nutzen muss. Aber wenn doch, haben wir noch ein bisschen Zeit. Vielen Dank. Bis gleich. Soweit Herr Kollege Sommer. Vielen Dank. Nächster Redner
ist Herr Kollege Prof. Dr. Bovermann von der SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben Sie auch manchmal den Eindruck, dass Ihnen ein Gesetzentwurf oder ein Antrag irgendwie bekannt vorkommt? Dann geht es Ihnen wie mir mit dem Gesetzentwurf der Piraten. Am 26. Januar haben wir hier im Landtag einen Antrag der Piraten zum Thema Funktionszulagen mit breiter Mehrheit abgelehnt. Ich hatte in meiner Rede kritisiert, dass die Piraten nicht beschließen lassen können, dass andere Fraktionen einen Gesetzentwurf einbringen. Nun bringen die Piraten diesen Gesetzentwurf selber ein. Gut so. In dieser Hinsicht haben sie sich also als lernfähig erwiesen. Allerdings endet die Lernbereitschaft an dieser Stelle auch schon wieder. Der größte Teil des Gesetzentwurfs ist mit der Kopierfunktion erstellt worden. Auf meine Argumente, die zur Ablehnung des Antrags geführt haben, wird leider gar nicht eingegangen. Daher nutze ich gerne noch mal hier die Gelegenheit, um im Namen von SPD, CDU, Grünen und FDP zu dem Gesetzentwurf Stellung zu nehmen. Zunächst zu der Frage, ob das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 21. Juli 2000 Bindungswirkung für den Bund und die Länder hat. Das damalige Verfahren wurde von ehemaligen Abgeordneten des Thüringischen Landtags angestrengt. Streitgegenstand war die Regelung von Zulagen aus Mitteln des Landtagshaushaltes. Das Bundesverfassungsgericht urteilte subsidiär als Landesverfassungsgericht und als Prüfmaßstab diente die thüringische Verfassung bzw. das Abgeordnetengesetz. Aus alledem folgt, was beispielsweise Professor Udo Steiner, Bundesverfassungsrichter AD, in dem Rechtsgutachten schreibt, das er für den Bayerischen Landtag erstellt hat. Dort heißt es, ich zitiere, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 21. Juli 2000 zur Verfassungsmäßigkeit der Gewährung von Funktionszulagen an Abgeordnete entfaltet keine Bindungswirkung nach § 31 Absatz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz im Verfassungsraum des Freistaates Bayern. Und was für Bayern gilt, gilt in diesem Fall auch für Nordrhein-Westfalen. Kommen wir zu der zweiten Frage, ob Fraktionen das Recht haben, Vergütungen aus Fraktionsmitteln an Abgeordnete zu zahlen, die besondere Funktionen übernehmen. Als notwendige Einrichtungen des Verfassungslebens haben Fraktionen das Recht zur Selbstorganisation. Dem steht die Freiheit des Mandats nicht entgegen, vielmehr folgt die Fraktionsautonomie aus der Mandatsfreiheit. Auch ein Verstoß gegen die formale Abgeordnetengleichheit liegt nicht vor. Abgeordnete, die besondere Aufgaben für ihre Fraktion wahrnehmen, werden durch die Fraktionsmitglieder gewählt, nicht hier durch das Parlament. Sie erhalten folgerichtig eine Vergütung aus Mitteln der Fraktion und eben keine weiteren Abgeordnetenbezüge. Ich darf hier noch mal zitieren aus dem Bericht und den Empfehlungen der unabhängigen Kommission zu Fragen des Abgeordnetenrechts Deutscher Bundestag, Drucksache 17-12-500, Zitat, durch die Fraktionsvergütungen wird weder die Freiheit noch die formale Gleichheit der Abgeordneten unzulässig beschränkt. Drittens habe ich mir dann die Frage gestellt, welches Parlamentarismusverständnis oder sollte ich besser sagen Unverständnis hinter der Position der Piraten steht. Von Ausnahmen abgesehen, lieber Thorsten Sommer. Ein Hinweis findet sich in der Begründung zum Gesetzentwurf. Dort wird Bezug genommen auf den Verfassungsrechtler Professor Hans Herbert von Arnim. Dieser ist bekannt als selbsternannter Gralshüter eines Parlamentarismus aus dem 19. Jahrhundert. Der kommt ohne Fraktionen aus, ohne Berufspolitiker und ohne öffentliche Finanzierung und lebt also noch in dieser rückwärtsgewandten Welt. Einen weiteren Hinweis liefert dann die Werbung der Piraten für den Livestream zur heutigen Debatte. Unter der Überschrift »Keine Boni für Abgeordneten« werden die Funktionszulagen an den Pranger gestellt. Daneben sind vier Geldsäcke von SPD, CDU, Grünen und FDP dargestellt. Politik als Selbstbedienungsladen. Politiker, die sich die Taschen voll machen. Das, meine Damen und Herren, ist ein Zerrbild, das die Piraten hier entwerfen. Die Fakten sprechen eine ganz andere Sprache. Ich habe die Argumente hier noch einmal genannt.
Funktionsvergütungen sind Teil eines modernen Parlamentsbetriebs und der notwendigen Binnenorganisation von Fraktionen, die je nach Größe und als Rolle oder welche Rolle sie spielen, als regierungstragend oder oppositionell unterschiedlich ausgestaltet ist. Auch ich freue mich auf die fortgesetzte Diskussion dann im Hauptausschuss. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Bovermann. Die Piratenfraktion erhält noch einmal für bis zu 37 Sekunden das Wort, Herr Kollege. Vielen Dank. Noch mal ganz deutlich. Also, es ist ein knappes Prozent der Gelder, die das Parlament insgesamt im Jahr verwendet. Das ist also keine Kleinigkeit, ganz wichtig. Zweitens, wenn wir so fehlgeleitet werden, dann hätte ich ganz gerne einfach mal eine Erklärung dafür, warum der Landesrechnungshof der gleichen Meinung ist. Sind die auch einfach fehlgeleitet? Haben die einfach keine Ahnung von ihrem Job? Kann ich mir kaum vorstellen. Von daher, spannende Ausschussberatung. Ich freue mich drauf. Vielen Dank. Meine Kolleginnen und Kollegen, weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des Gesetzentwurfs Drucksache 14/165 an den Hauptausschuss. Wer ist für diese Überweisungsempfehlung? Danke sehr. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit ist die Überweisungsempfehlung einstimmig angenommen. Herzlichen Dank. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 6.